Schlitzlichst willkommen, Leute. Mr. Schlitz hier. Auf jeden Fall ist das jetzt mein erster Vlog, der sich um Fitness dreht. Und zwar seht ihr in der Beschreibung eh, dass es um einen Wettkampf geht im Herbst bei der AMBF. Und das N steht tatsächlich für Natural. In dem Sinne bin ich natural as fuck. Nach 2 Jahren Training hoffe ich, dass ich mich nicht so ganz blamiere. Und deswegen heute den Formcheck, weil wieder sieht man dann besser, okay, wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwachstellen etc. Also 77 Kilo darf ich auf der Bühne wiegen. Fett, dünn, wässrig, egal, 77 Kilo Masse dürfen drauf, mehr nicht. So nebenbei, es ist der 20. März 2023 und ich habe keine Ahnung, wie schwer ich bin. Ich schätze mal zwischen 102 und 104 Kilo. Hier steht zufälligerweise eine Waage. The fuck? Der Boden ist anscheinend ziemlich unpräzise. So, ich denke, dieser Boden ist etwas besser dafür gedacht. Etwas gleichmäßiger, schauen wir mal, wie schwer ich bin. 105,3 Kilo. Tschüss. Das ist schon mal eine Ansage. Ich werde mich jetzt mal fresh machen. Ich werde mich sogar für diesen Formcheck rasieren. Nicht nur hier, hier habe ich eh fast nichts. Ohne Fell schaut das Ganze wahrscheinlich ein bisschen schöner aus. Hier sind meine Waden. Ich hoffe, ihr könnt sie sehen. Die sind ein bisschen winzig. So schon rasierte Waden aus. Immer noch winzig, aber ja. Wenn sich Männer rasieren, gehört natürlich ein bisschen Lippenstift dazu. Ah. Shit, meine Frau wird mich dafür umbringen. Schaut wieder wie neu aus, ich hoffe, sie bemerkt es nicht. Erinnert irgendwie an das Glied eines Hundes, oder? Ich denke, Andrew Tate wäre stolz auf mich, oder? Shut up, bitch! Hut ab an die Frauen, die sich da jeden Tag ihre Monsterstoppel wegrasieren. Also ich könnte das nicht jeden Tag, also ganz körpertechnisch. No way. Und ich mag sie richtig aber gerne. Wir beeilen uns jetzt mal, wir bringen die Kids mal in die Schule. Los geht's! Guten Morgen! So, die Frosch. Oh, ich hab meinen Kopf angehauen! Du siehst! Da ist Dürnstein! Mach auch ein Kulturerbe! Na, wie schön ist das? Findest du das schön? Ja? Da haben wir sogar nah und frisch. Jetzt fahren wir in den Tunnel rein. Yeah! Oh, jetzt sind wir wieder beim Tunnel draußen. Wie hat es dir gefallen? Super Wahnsinn, gell? Geh mal auf Achter! So, hier angelangt, hier in Mühldorf, am Kraft. Nun geht's ab zum Blutbeat. Testosteron wird auch gemessen. Hier wird das Blut abgenommen. War eigentlich recht schnell. Deswegen gehe ich in so eine Dorfpraxis bzw. Kraftpraxis. Da ist fast kein Mensch. Ich habe ein großes Blutbild gemacht und die Testosteronwerte werden auch gecheckt. In einer Woche ist es soweit. Da werde ich aber ein separates Video machen. Jetzt geht's ab zum Formcheck. Ich bin hier beim Haus meiner Eltern. Hier mache ich meistens alle 2 bis 3 Monate den Formcheck, um zu sehen, hey, tut sich da was? Dieser Tannenbaum ist ein guter Richtwert, weil der wächst ja schließlich auch. Es ist eigentlich noch kalt, es hat so gute 10 Grad. Deswegen weiß ich nicht, ob ich es drinnen machen. So, hier wären wir im Inneren. Hier habe ich mir während der Corona-Diktatur ein kleines Home-Gym errichtet. Das ist eigentlich eh alles da. Hier befindet sich ein Squat-Rack. Massive Gewichte oben, hat sich wahrscheinlich meine Frau ausgetobt. Der Kabelzug war eigentlich wirklich ganz nett. Also mit dem konnte man schon ziemlich viel machen. Hier habe ich mir schon einige Male den Kopf angehauen. Kardiogeräte, die nie benutzt wurden. Rucksack, Hexbar, Latzug mit Spiegelchen. Wahnsinnig ästhetische Pflanze, die den Raum grün macht. Ein Studiolichterle, eine Tippstation, eine Louis-Louis-Louis-Louis-Tasche. Ein paar Gummibällchen, Hyper-Extension, eine Bank, die kann man Höhen verstellen. Eine Langhantelbank mit massiven Gewichten oben, also da hat sich wahrscheinlich auch meine Frau ausgetobt. Wait, baby! Und natürlich meine schlitzige Wenigkeit. Das war's eigentlich. Jetzt muss ich nur überlegen, wo mache ich den Formcheck? So, ich habe den Formcheck doch draußen verrichtet, auch wenn es ein bisschen kalt war, aber drinnen war es ein bisschen zu erdrückend. Und ja, hier seht ihr einen posierenden Schlitz am Peak seiner Massephase mit der Blutgruppe Nutella. Ich dachte mir, wenn ich schon in der Mensphysik antrete, werde ich den Formcheck auch im Mensphysik-Posen ausführen. Und ja, also die Posen sind nicht perfekt, die habe ich jetzt zum ersten Mal vor der Kamera gemacht, also davor habe ich gar nicht mal geübt. Deswegen heißt es die nächsten 6 Monate für mich sehr viel üben, weil die Präsentation macht eigentlich schon sehr viel aus. Da bringt dir die beste Muskelmasse nichts, wenn du sie gar nicht präsentieren kannst. Gerade im Moment führe ich die seitliche Pose nach rechts aus. Ein sehr aufgesetztes Lächeln, das muss ich auch noch in den Griff bekommen.
Aber ja, jetzt folgt eine Vierteldrehung nach links und jetzt seht ihr die Rückenansicht. Latissimus und Rhomboideen vom Fett versteckt, Trapez gar nicht vorhanden, hinter der Schulter eventuell ganz okay ausgeprägt. Waden bin ich froh, dass man überhaupt ein bisschen was sieht, das ist meine ganz große Schwäche. Beine werden ja sowieso von den Bordschutz versteckt. Nochmal eine Vierteldrehung nach links, aufgesetztes Lächeln. Und ja, das war irgendwie anstrengend, weil links ist sowas von gar nicht meine Seite. Ich glaube, das sieht man auch gerade im Gesicht. Da muss noch geübt werden. Hier wollte ich mal die letzten 2,5 Jahre zum Vergleich anbieten und ja, wie ihr ganz links seht, bin ich so ein aufgeschwemmter Sushi-Koch mit fettigen Haaren. Zu diesem Zeitpunkt habe ich bereits 3 Jahre lang nicht trainiert aufgrund 3 Bandscheibenvorfälle, welche mir das Leben nicht gerade leicht gemacht haben. Bis Anfang 2021 habe ich durch Selbsttherapie meine Rückenschmerzen wegbekommen. Anschließend wollte ich so schnell wie möglich wieder in Form kommen und habe mir ein eigenes Homegym gebaut, da die Corona-Diktatur alle Fitnessstudios geschlossen haben. Und hier zwinge ich euch nochmals meine massiven Waden anzusehen. So, das war's erstmal mit dem Formcheck, die immer noch da bei 10 Grad Außentemperatur in der Unterhose natürlich. Ich werde lustigerweise morgen einen Dexascan machen, also ratet ihr bitte in den Kommentaren, wie viel Körperfett ich drauf habe. Ihr seht es dann im nächsten Video. Denke, ich liege so zwischen 25% und 27% Körperfett. Schon etwas viel Fett. Innerhalb von 6 Monaten werde ich das schon ganz gut hinbekommen. Darf sie auch nicht übertreiben, deswegen fange ich jetzt mal an mit 2500 Kalorien. 10 Tage lang, je nachdem wie das Gewicht runterpurzelt. Wenn es zu viel runtergeht, dann werde ich die Kalorien etwas erhöhen und wenn zu wenig abgeht, werde ich einfach mehr Aktivität im Tag einplanen. Unter 2500 Kalorien werde ich sicherlich nicht gehen. Tja, der Akku ist mir ausgegangen, daher bin ich jetzt hier und lade das Ganze. Das war's eigentlich mit dem Video. Wie gesagt, seid gespannt auf den Dexascan. Ratet, wie viel Körperfett ich habe. Schreibt es mir in Kommentaren oder nicht. Ist mir eigentlich auch egal. Wie dem auch sei, ich danke euch fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video.